Wir sind im schwäbischen Rottweil. Hier im Bürgeramt des Rathauses gibt es ein Wartezimmer, in dem seltsame, ja geradezu unheimliche Dinge geschehen. Aber wie immer, erstmal ist hier alles ganz normal. Es gibt Menschen, die warten, die haben wir engagiert. Und es gibt Neuankömmlinge, die ein Märkchen ziehen, sich einen Platz suchen und dann auch warten. Die legen wir rein. Wie gesagt, erstmal alles ganz normal. Und dann taucht er auf. Und plötzlich herrscht Gruppendruck in diesem deutschen Wartezimmer. Ihn beeindruckt das gar nicht. Und wie sieht es bei ihr aus? Zögerlich zwar, aber sie macht mit. Auch wenn sie wirklich nicht versteht, was hier eigentlich los ist. Die nächste bitte. Na also, sie ist auch dabei. Nein, noch nicht setzen. Jetzt setzen. Nochmal scharf nachdenken. Was genau war das jetzt? Ich bin empfehlen, aufzustehen. Das ist der Amtsleiter. Die ist sehr streng. Okay. Na dann, lassen wir ihn nochmal kommen. Und schon geht's besser. Kurz darauf klingeln Handys, und zwar alle. Hallo? Ja. Telefon für Sie. Hallo? Kleiner Scherz am Rande. Falsche Wunde. Okay. Jetzt kommt diese Uhr ins Spiel. Gleich bleibt hier nämlich die Zeit stehen. Nicht nur die Uhr, nein, die Zeit. Immer wieder und bei allen. So, als nächstes dann bitte. Keiner bewegt sich. Kein Handy tippen, kein Blättern mehr. Absoluter Stillstand. Was genau war das jetzt? Die Uhr tickt wieder, auch für ihn. So, dann bitte die 5 von... Und schon steht wieder alles. Er fühlt sich wohl ein bisschen verloren in Raum und Zeit. Aber so plötzlich wie der Spuk gekommen ist, mal 553, geht es auch wieder zu Ende. Gleich hier vorne rechts. Und er bleibt ratlos zurück. Auch für sie wird es gleich unheimlich. So, als nächstes bitte die Nummer 5. Irgendwie muss sie aus der Zeit gefallen sein. Und das ganz schön lange. Ja, das ist ein bisschen beängstigend. Aber dann? Bei der 5 und 4. Das sind Sie, dann kommen Sie bitte mit. Auch gleich einmal hier vorne rechts, bitte. Dankeschön. Gerne. Jetzt würde ich gern Gedanken lesen können. Sie schauen so ängstlich. Ich war's nicht in Ordnung. Ich habe nur gewundert, dass die Dame, wenn sie jemand aufruft, kurz stehen bleibt und keine Reaktion. Also, egal. Alles gut. Ja, wenn alles gut ist, dann können wir ja nochmal. So, und als nächstes. Jetzt wieder. Oh
Zum Glück hat auch der zweite Spuk irgendwann ein Ende. Ist das die 5 und 5, bitte? War das jetzt wieder? Ja. Egal. Okay. Ich habe normalerweise eigentlich keine Aussetzer, aber heute wohl schon. Ich bin nicht verrückt oder so, also bitte. Was haben Sie denn gesehen? Sie alle bewegen sich nicht mehr in dem Moment, wo die Dame reinkommt und die Nummer aufrufen will. Und die Dame bleibt auch stehen. Wie wenn kurz die Zeit stehen bleibt. Ja, das geht doch gar nicht, dass Zeit stehen bleibt. Nee, natürlich geht's nicht. Darum sage ich ja, ist wohl mein Problem. Also bis ich den Raum betrete, war eigentlich noch alles in Ordnung. Ich komme von der Arbeit und ja. So, und als nächstes bitte. Ich fürchte, lang hält sie das jetzt nicht mehr aus. Es wird Zeit. Entschuldigung, kennen Sie die Sendung? Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Jetzt habt ihr es schon mal so weit geschafft. Jetzt, finde ich, könnt ihr auch noch weiterhin dranbleiben. Guckt euch am besten diesen lustigen Film in der ARD-Mediathek an oder ihr schaut euch dieses Video an. Aber am allersichersten ist, ihr abonniert uns den ganzen Kanal. Hier. Danke.